Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Info/Labervideo hier von mir auf dem Kanal. Wie bereits vor 2 Wochen angekündigt, gibt es wieder Chaos hier auf dem Kanal. Wir haben uns zu dritt zusammengesetzt und bemühen uns jetzt um regelmäßige Uploads hier auf dem Kanal und wollen euch ein bisschen das Leben zur Hölle machen. Was meine ich mit regelmäßigen Uploads? Damit meine ich tägliche Uploads. Jetzt in der ersten Woche haben wir angesetzt täglich ein Video, das heißt jetzt in 7 Tagen wird es dann 7 Videos geben. Ab der zweiten Woche haben wir dann sogar 10 Videos vorgesehen. Das kommt jetzt aber ein bisschen drauf an, wie das für uns klappt. Wir müssen das Ganze natürlich auch noch zeitlich ein bisschen rausfinden und so weiter. Für die Videos habe ich mir auch vorgenommen, an Sonntagen, also dann auch heute später im Verlauf des Tages, bei YouTube in den Community Tab immer einen Plan zu erstellen, einen Plan zu laden, welche Videos die kommende Woche kommen werden, einfach nur damit ihr Bescheid weißt. Zusammen mit der Wiederbelebung des YouTube-Kanals kommt dann natürlich auch die Wiederbelebung des Twitch-Kanals. Auch hier wird es wieder regelmäßige Livestreams geben, aber wichtige Informationen da: Livestreams würde es in Zukunft nur noch auf Twitch geben. Livestreams werden nicht mehr auf YouTube zu sehen sein. Es hat mehrere Gründe, unter anderem jetzt das Twitch-Partnerprogramm, wo wir drin sind, der eigentlich auch schon so sagt, Multistreaming, kompliziert. Zum anderen ist es für uns auch einfacher, wenn wir den Fokus wirklich auf eine Plattform legen können und da das dann ordentlich aufbereiten können. Twitch bietet da einfach das größere und das bessere Angebot. Ich meine, die ganzen Bot-Spielereien, Kartoffeln sammeln, Song-Requests, die Fights in den Chat und so. Das sind alles Sachen, die gingen schon immer nur auf Twitch. Und das wird dann auch so bleiben. Und zu guter Letzt, noch der letzte Punkt, ist jetzt der Discord-Server. Information, wir ziehen um auf einen neuen Discord-Server, der dann sauber und funktionierend aufgebaut ist. Der aktuelle Discord-Server ist ein absolutes Chaos. Gut, man könnte jetzt argumentieren, Chaos, das passt hier zum Kanal, aber es ist anderes Chaos. Es ist kein lustiges Chaos. Von dem her habe ich jetzt einen neuen Discord-Server aufgebaut, mit Rollen, die funktionieren, mit Channels, die passen und so weiter und so fort. Den Einladungslink seht ihr jetzt hier unten eingeblendet. Hoffentlich. Ihr findet ihn aber auch in den Kommentaren angepinnt, in der Videobeschreibung und auch sonst an allen üblichen Stellen. Der wurde normalerweise hoffentlich überall geupdatet. Dann nochmal ganz kurz ein Einblick in unseren Google-Kalender hinter den Kulissen der Organisation quasi, wo man jetzt hier oben sieht, tägliche Uploads. In grün seht ihr jetzt die Videos da oben, die hochgeladen werden. Da gibt es zum Beispiel jetzt am Montag gleich gibt's eine Folge Wreckfest. Am Dienstag gibt es zum Beispiel Sim Airport, das ist jetzt ein Singleplayer-Projekt von Juli. In lila eingetragen sind dann auch die Livestreams. Da ist zum Beispiel für Dienstag jetzt ein Test-Livestream von Juli angesetzt. Freitags ist für Mission-Stream angesetzt. Und ich kann von meiner Seite aus sagen, ich habe mindestens vor, jeden zweiten Freitag einen Stream zu machen. Deswegen ist der nächste auch schon eingetragen für in 3 Wochen dann, also 2 Wochen nach meinem ersten Livestream. Und ja, das Blaue ignoriert es einfach. Das sind unsere Aufnahmetermine. Mit diesem Blick hier verabschiede ich mich dann auch schon für heute. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet, wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt oder weitere Ideen. Ansonsten sehen wir uns morgen schon bei einer Folge Wreckfest. Tschüss!